Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Carcassonne, die 6. Erweiterung. Yeah! Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Mittlerweile sind wir schon bei der 6. Erweiterung. Auch in diesem Video möchten wir euch kurz vorstellen, was in dieser Box steckt. Wir zeigen ein paar Gameplay-Sequenzen und dann gibt es wie gewohnt am Schluss das Fazit. Ja, wenn man sich die Box anschaut, dann fällt natürlich erst einmal auf so zwei große Tafeln. Ihr könnt die Vorder- oder die Rückseite nehmen. Es könnte quasi ein Startplättchen ersetzen. Wir spielen gleich mit dieser Seite. Das heißt, in dieser Seite nutzen wir dann gleich den Graf, eine neue Figur, die ins Spiel einfließt. Das heißt, das legen wir hier aus und diesen Graf, den setzen wir jetzt einfach mal auf ein beliebiges Plättchen. Ja, auf eine beliebige ihr könnt Plättchen. Natürlich dann auch so spielen, dass ihr mit dem Fluss spielt. Das heißt, es gibt weitere Plättchen hier im Spiel, die nehmen wir auf die Seite. Das heißt, ihr nehmt nicht diesen doppelseitigen Plan, sondern diesen Fluss 2, so muss man es ja sagen, nicht Fluss 1, sondern Fluss 2, den machen wir auf die Seite. Da beginnt man quasi erst mit dem Fluss zu bauen. Das haben wir euch schon mal gezeigt. Ich glaube, im Grundspiel war es, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Da haben wir das euch auch schon mal demonstriert, aber wie gesagt, das ist eine Alternative. Krone. Genau. Wichtiger Hinweis von Elias, alle neuen Plättchen sind mit einem Kronensymbol ausgestattet. Der Elias zeigt das jetzt mal. Und was hält der jetzt hier hin? Das ist nicht der Fluss, weil den Fluss haben wir hier, den legen wir auf die Seite. Der Elias hat weitere Plättchen und das sind die Kultstätten, oder Elias? Hast du die Kultstätten? Schaut mal hier. So, und die Kultstätten machen dem Kloster Konkurrenz. Das heißt, wenn man an ein Kloster, nicht an mehrere baut, an ein Kloster baut, ja, einer sitzt im Kloster und der andere sitzt hier drauf, dann beginnt quasi ein Wettkampf. Und wer zuerst seine Kultstätte vollendet hat, quasi von wie so ein Kloster Seiten, von allen Seiten oder das Kloster, der bekommt die Punkte und der andere geht leer aus und nimmt auch seinen Miepel raus. Ja, das ist halt gemein. Das ist gemein. Was haben wir noch? Neue Plättchen, Elias. Fünf andere. Das sind eigentlich die gleichen. Ja, das sind noch mal ein paar neue Plättchen mit, mit Straßen etc. Also 10 Plättchen gibt es. 5, wie gesagt, von den Kultstätten und 5 Ergänzungen. Was gibt es noch? Natürlich hier diesen Grafen und hier natürlich diese Plättchen. Das wollt ihr natürlich auch wissen. Wir haben hier natürlich König und Raubritter mit 2 Plättchen. Das heißt, er richtet hier eine Stadt. Dann bekommt derjenige, der das Plättchen, das letzte Plättchen gelegt hat, ja, dieses Königsplättchen und legt hier dieses Wappen dann rein. Weil am Schluss, der, wo dieses Plättchen hat, kriegt einen Punkt für jede geschlossene Stadt. Auch nicht schlecht. Aber wenn einer eine größere Stadt baut, also mehr Plättchen, dann ist es ein Wechsel, dann kommt ein neues Plättchen drauf und je nachdem wechselt dann der Spieler, der dieses Königsplättchen bekommt. Ja, der Elias will gleich anfangen. Ich bin auch fast schon am Ende. Das heißt, das letzte, was wir jetzt hier haben, ist Raubritter in dem Fall. Das ist das gleiche hier wie hier in dem Fall, nur hier geht es um die Straßen. Also wer längere Straßen hat, der baut das hier an. Jetzt haben wir noch ein cooles Element, das muss ich aber nur kurz zeigen. Ihr seht hier diese Symbole ja mit dem Grafen. Und hier kann man, wenn ein Spieler Punkte macht und ein anderer Spieler keine Punkte kriegt, kann er seinen Miepel hier irgendwo reinsetzen in eines der Gebiete. Der Papa Punkte macht zum Beispiel hier und ich hätte hier schon einen drin, ne? Und dann sag ich hier mal. Ja. Dann da kann ich sagen, wenn da nur einen drin hat, ich setze ihn da rein, dann kriegt niemand die Punkte. Genau, oder ein anderer kriegt die Punkte, wenn hier mehrere Figuren drin sind. Übrigens, was macht der Graf? Wenn ich hier drin sitze zum Beispiel und möchte unbedingt eine Stadt von Elias, weil er gerade die Punkte macht, dann kann ich den nicht rausnehmen, weil der Graf hält den fest. Genau, so, das waren, glaube ich, alle Infos, oder habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Wir zeigen euch einfach ein paar Sequenzen. Ich stelle die Figuren zurück, diese Plättchen stellen wir auch zurück und man sieht schon an der Begrenzung, ihr habt natürlich hier sehr viele Möglichkeiten, hier zu agieren und der Elias beginnt gleich und baut gleich an einer Stadt. Willst du ihn gleich einsetzen? Perfekt. Dann bin ich dran. Ich ziehe. Hast du die gemischt und reingemischt? Ja. Okay. Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. So schnell ging das. Oh, cool. Schau mal, ich habe gleich hier so ein neues Plättchen in dem Fall. Was? Oh nein, ich habe die oben drauf. Au, dann mischen wir aber nochmal. Aber das kann ich trotzdem nochmal zeigen. Das heißt, diese hier kommen rein. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, warte mal, das lege ich mal so hin. Und dann mischen wir noch mal ein bisschen die Plättchen und dann geht's auch gleich weiter. Jetzt ist alles gemischt, jetzt geht's aber weiter. Der Elias, und, okay, das heißt, 3, 4, 6. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier noch einen reinsetzen. Der Elias kriegt 6 Punkte. Die Tafel haben wir auf die Seite, die liegt hier drüben. So, jetzt Moment, Elias, jetzt gehe ich jetzt hier mal rein hier.
Ich gehe mal hier auf die Wiese, weil ich habe jetzt keine Punkte gekriegt. Haha, ja. Wiese, Straße. Straße, sehr gut aufgepasst. Papa kommt schon durch. Warum legst du das jetzt hier rein? Weil das ist die größte Stadt. Das ist momentan die größte Stadt, die besteht aus drei Plättchen. Die Plättchen entscheiden über die Größe. Und ja, im Moment gehört das Plättchen in Elias. So, dann bin ich dran. Eine Straße. Dann mache ich das mal hier entsprechend dann hin. So, oh Moment, ich setze natürlich auch noch hier in die Straße. Vielleicht kriege ich den anderen. Eieiei. Vier Punkte. Vier Punkte und natürlich noch aufs Kloster auch eingesetzt. Super, das läuft ja bei dir richtig. Muss mal gleich hier zurück. Da waren wir jetzt zu schnell. Da ist nämlich eine Straße. Also doch nicht so gut. So, wo willst du es hinbauen? Kannst du natürlich auch hier hinbauen. Ich brauche mir Elias mittlerweile gar keine Tipps mehr geben. Er kennt sich eigentlich super aus. So, dann geht's weiter. Eine Straße. Guck mal, ich mache die jetzt fertig. Ich bekomme hier drei Punkte. So, Elias, du kannst doch reinsetzen, wenn du willst. Genau da auch. Und du kannst jetzt hier noch einen Miebel einsetzen. Dafür die Straße natürlich. Dieses Blättchen bekomme ich. Ihr merkt, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Auch einige Glücksfaktoren. Allerdings auch ein paar taktische Elemente mit diesem Platzieren in dieser großen Stadt, die wie eine geschlossene Stadt zählt in dem Fall. Also da habt ihr auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Der Elias ist dran, der schließt die noch nicht ab hier in dem Fall. Da, wow, das wird mal richtig spannend. So, aber Elias, ich schließe die auf jeden Fall mal ab. 2, 4, 6 Punkte in dem Fall. Ja, du kannst noch hier agieren. 2. Aber. Jetzt ist Gleichstand. Jetzt ist es Gleichstand, genau. So, und jetzt seht ihr, das Ganze ist ganz schön gewachsen. Jetzt haben wir nochmal hier einen Schwenk gemacht. Das heißt, hier hat sich schon ganz schön was entwickelt. Sieht natürlich auch cool aus mit dem Bereich. Ich baue hier weiterhin an eine ganz lange Straße, damit ich möglichst die Plättchen bzw. das Plättchen behalte für diese längste Straße. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das heißt, das ist das letzte Plättchen. Und hier hat sich natürlich auch einiges getan. Oh, da ist momentan sehr gut aufgepasst, aber das habe ich vorhin auch geschlossen. Das heißt, das bekomme ich auch gut aufgepasst. Danke, Elias. So, da muss man echt aufpassen. So, ich baue weiterhin sehr lange, aber ich muss mal gucken, ob... In die andere Richtung besser. Ja, ich kann auch so bauen. Hier, das geht auch. Aber da hat sich einiges getan natürlich, die Plättchen entsprechend. Und hier, da wird kräftig gebaut. Da kommen wir uns richtig in die Quere gerade hier. Ich habe natürlich hier versucht, mich reinzubauen. Hier und... Jetzt wird es noch das und das. Ja, und jetzt wird es aber richtig schwer. Und ja, da, das wird wahrscheinlich unmöglich, hier daran zu bauen. So, und ich lege jetzt mal hier nochmal an, auf diese Seite mal schauen. Ich habe ja noch hier Figuren. Der Elias hat auch noch zwei Figuren und man merkt, das Ganze wächst natürlich. Aber das wird ein enges Match. Vorhin haben wir auch gespielt. Wer hat da gewonnen? Da hast du gewonnen und zwar mit Abstand. So, jetzt mache ich aber die Straße fertig. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt sind wir fertig. Das heißt, man sieht hier das große Gebiet. Natürlich hier die einzelnen Wiesen werden wir hier noch werden. Hier von der Stadt natürlich auch. Die haben wir nicht geschlossen, weil, wie gesagt, das Plättchen, das lag schon da. Ich habe momentan einen Vorsprung von 20 Punkten. Jetzt schauen wir mal, wie das am Ende aussieht. So, der Elias hat hier natürlich noch eine in der Wiese, die platziert er natürlich noch. Die anderen sind natürlich, ja, in dem Fall weg, raus aus Carcassonne, der Stadt. Da hat er natürlich Optionen. Und er legt sie jetzt entsprechend hier drauf. Das heißt, dass wir hier auf jeden Fall einen Gleichstand haben. Ja. Genau. Und das war das Spiel. In dem Fall hatte ich 11 Punkte Vorsprung. Man sieht hier, wie das Ganze hier aussieht. Eine wunderschöne Stadt. Jetzt bauen wir wieder alles zusammen. Und dann gibt es ein kurzes Fazit. Das war die 6. Erweiterung. Und Elias, wohin geht der Daumen? Nach unten. Braucht man die? Warum braucht man sie nicht? Langweilig. Ich meinte... Zu viel Glück, zu viel Taktik, bringt zu viel Chaos. Chaos könnte man sagen, ja. So viel Durcheinander. Man hat die Städte, man hat die lange Straße jetzt, die gibt auch nochmal Punkte. Man hat die Wiesen, wo man am Schluss nochmal einsetzen kann. Man hat eine große Stadt gebaut und dann kommt noch einer rein und baut sich ein. Es ist auch viel Frust dabei, muss man auch wirklich sagen. Also mit mehr Spielern sogar extremer. Also in dem Fall keine Erweiterung, die man unbedingt haben muss, es sei denn, ihr seid großer Sammler. Aber stellt sich natürlich die Frage, wie oft ihr dann das wirklich spielt. Es sind natürlich viele Elemente dabei. Der Fluss ist cool, aber wenn ihr den Fluss 1 habt, braucht ihr dann nochmal einen Fluss? Eigentlich nicht. Der Graf blockiert zwar, ist dann auch wieder gemein. Also ihr merkt, da sind viele Elemente dabei, die zerstören teilweise doch das ganze Spiel an sich. Wer drauf steht, auf ein bisschen Chaos, der ist hier genau richtig. Aber uns, Elias, hat es nicht so gut gefallen und das immer auch
eine Meinung. Trotzdem sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch das gefallen hat, das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos wenn wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, macht's gut, bis bald. Bye-bye, auf Wiedersehen, macht's gut. Schade, aber... Wie gesagt, es kann hier nicht jede Erweiterung super sein. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.